Schweiz gegen England ist der nächste. Llorente ist Defender Atletico. Ja. So, Entschuldigung, wie war der? Nochmal? Schweiz gegen die England. Werden switzen, die Engländer. Hoffentlich. Hast halt nicht. Klar ist Tempo wichtig, sage ich jetzt einmal, ja, aber es ist nicht alles. Es kommt so oft den Spielstil an, oft. Ja, das stimmt, aber weißt du, ich denke mal, gerade bei den Spaniern, die alle schnell und spritzig sind, sage ich mal, fast. Na, wen hast du schnell und spitzigen? Ne, vom Tempo her eigentlich eben Merino und so, aber die Ja gut, bringen es irgendwie aber nicht. ja, also waren es nicht spitzig genug. Es bringt dir nichts, wenn du Tempo hast, aber sie können keine Pässe spielen miteinander. Ja. Und wem würdest du eher sehen, besser als ein Özerappel zum Beispiel? Verzapp ist links, oder? Ich würde auf jeden Fall Muniain, würde mir sofort anfallen. Muniain. Wem? Suso würde mir anfallen. Ich weiß nicht, ob der die normale Goldkarte aufnehmen kann. Suste ist, glaube ich, nur so Mittelfeld. Sonst will ich eh den sehen. Also jetzt von den normalen Karten. Special-Karten gibt es vielleicht auch noch welche, die links aufspielen können, aber. Und jetzt geht Nein. es los. Gleich rollt der Ball. Ja, die Schweizer gewannen gegen Kolumbien. Dann doch überraschend 4 zu 3. So spielt die Heimmannschaft heute. Torwart ist heute Oh nicht ja, irgendwann dort. mal wieder. Boah, England unterlag Portugal 3 zu 2. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Somit die Engländer mehr unter Zugzwang eigentlich. Es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott, ist da Pech dabei. Boah. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Wenige Minuten gespielt erst und wir Eine sehen Karte. One. ganz frühe Vorwarnung. Pizzaka. Es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Frühe gelbe Karte. Ja, Mbabu Alter. kommt zum Nachschuss. Stark. 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schweiz führt nach 8 Minuten, nach 7 Minuten, Entschuldigung. Rashford. Ja. Gerade Sommer, noch immer gefährlich. Komm, schieß! Alter. Sieht er hat auch diesmal Schön. klasse Parade. Wenn er den gleich abzogen hätte. Er setzt sich durch, das könnte was werden. Schön. Das tut weh. Er kann der Mannschaft helfen. Ja. Ich dachte schon jetzt, der geht nicht rein. Was hat er sich dabei So ganz ein gedacht? Linker. Ich glaube, er war einfach unkonzentriert. Das passiert ihm doch sonst nicht. Hat er den Vorzug gegenüber Kane bekommen? Ja, nutzt das gleich gut aus. Er hat nämlich einen kleinen Vorteil, er hat fast die gleichen Attribute wie Kane. Also minimal ist Da Kane kommt die besser, Flanke. so um ein, zwei Points, aber der hat Tempo mehr. Aber er kann aufatmen aus Ich weiß, dieser es ist nicht Szene. alles, Er aber ist bei eins Kane eins. ist das das einzige Manko. Gerade sitzt es weg. Darum wäre die Team of the Year Karte geil. Der Tempo dann. Ist Lineker längs hier? Rashford. Das habe ich nicht geschaut. Abgefangen dieser Ball. Auf Footbin steht das, gell? Ja, man kann das auch nachschauen. Man, du wirst es nicht sehen, aber. Da kann er sich den Ball holen.
Steffen. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Der Ballverlust der Nordbacks. Rashford. No. Guter Pass jetzt. Ja, hallo. Er ist frei. Oh, Alter. So süß. Das war diese falsche Positionskarte, was man da machen konnte. SBC oder was? Nein, nicht SBC, sondern Ziel. Ah, okay. Wird das die Führung? Das ist gut verteidigt. Bellingham. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Rashford. Sichere Parade. Da passt er auf. Nein, da. Boah, ganz klar nicht. Zum Beispiel, Rashford ist auch ein Spieler, der ist zwar nur ein 81er, aber ich finde, ich kann mit ihm gut umgehen, der ist gefährlich. Er bekommt die Unterstützung. Man sieht ihn. Der strahlt Gefahr aus. Das ist das, was ich zum Beispiel bei Kane im ersten Spiel jetzt vermisst habe. Kane ist halt ein Spieler, den musst du in Szene setzen. Das ist keiner, der sich allein diese Sachen erarbeitet. Mhm. Und das macht zum Beispiel Rashford auch, finde ich. Ja. Boah, schön. Boah, schön. Stabbert, Alter. Ich glaube, so ein Vegetarier. So wie der das Gras frisst. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Oder? Schwarz haben keinen Bock mehr. Oh, schön. Flanke kommt in die Mitte. Oh, schön. Jetzt Eckball. Oh. Erstmal abgeblockt. Gomez. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Fass nach. So schön vom Pope. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Es ist ein begeisterndes Spiel, das beide hier bieten. Beide mit dem Druck nach vorne, beide mit vielen Torchancen. Das ist nicht immer unterhaltsam. Er ist frei, da kann was draus werden. Oh. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird jeder nicht zufrieden sein, sowas müssen sie reinmachen. Ja, der Engländer ein bisschen aktiver, würde ich sagen. Ja. Aber nicht so effizient. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ball... Ja, ich warte eigentlich viel auf Konter. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Ich fand es aber noch gegen Kolumbien, muss ich sagen, auch schon sehr standardgefährlich. Ich glaube, ihr macht zwei Standarddinge reingedrückt. Rashford. Jetzt eben wieder das 1. Quasi über den Standard. Oh. Sie haben den Ball. Oh ja, doch. Eine Minute gibt's oben drauf. Gelbverdächtige Aktion könnte durchaus geahndet werden. Ne, lass auf jeden Fall die englische Härte spielen. Da ist zum Beispiel auch Chibel zum Beispiel ist auch noch nicht fix. Ball kommt in die Mitte. Ob der guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Bleibt. Und das war die erste Hälfte. Aber gut, 1:1, ich sage mal, alles in allem geht das hier in Ordnung. Schweizer ihr mit Konter.
Genau. Dann probieren wir es. Ein Wechsel gibt's. Ich meine, England ist ja auch so ein Land, da gibt es so extrem viele Karten. Mein Linksverteidiger bin ich jetzt ganz, aber Chilwell spielt ja, glaube ich, Linksverteidiger. Chilwell spielt links, ja. Kenne ich jetzt eigentlich nur. Ach, kenne ich nur einen, glaube ich, bis jetzt so lange. Aber ich habe sicher einen vergessen. Alter. Was ist das für ein Schiri, bitte? Das ist ja gar nicht. Das wollte so jetzt nicht. Sag mal jedenfalls mal gelb. Shaqiri. Die Nutmegs über außen, da haben sie jetzt Platz. Da ist die Flanke. Und die Flanke hat er. Oder. Chilwell. Da trennt er ihn vom Ball. Da ist eine Waffe. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Weiter diese Szene. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Super, wie sie da drum machen. Da ist der Ballbesitz. Da habe ich mich jetzt wieder umdreht. Ja, starker Pass. Sie können den Pass unterbinden. Da bekommt er Unterstützung. Flanke kommt. Und jetzt ist diese Szene beendet. Platz zum Vorteil. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. So, eine gelbe Karte nimmt man aus dem Spiel raus. Der Pass war ein bisschen unpräziser Einwurf. Oh, jetzt werden sie wechseln. Flanke kommt jetzt auf Beckham, der da gut zugestellt wird. Weiter gefährlich. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Alter. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Den Ball holt er, gut verteidigt. Alter, wenn er noch einen Fehler macht, Alter, dann ist er draußen. Wirklich. Obwohl ich ihn gleich reingeholt habe. Das könnte was werden. Der ist ein Spieler, der zeigt nichts, Alter. Ja. Das ist aber eine schwarze Karte. Ja, aber wer? Tony. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, richtig. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Die Chancen sind da, keine Frage, aber sie machen zu wenig draus und das muss natürlich besser werden. Chaka. Angriff der Nutmegs auf außen, da hätten sie Platz. Die Flanke jetzt. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Bellingham.
Oh, einer. Oh. Nee, der Ball ist weg, es gibt Abschluss. Also, das ist hier nur noch Ergebnisverwaltung, liebe Zuschauer. Mehr ist es nicht. Dieses Remis soll über die Runden gerettet werden. Ja, Wolf. Ergebnisorientierter Fußball, aber ganz ehrlich, ich kann die Fans der Gastgeber verstehen, da passiert ja gar nichts. Ja. Chaka. Ja, da ist Platz für den Abmex auf außen. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Alter. Da kommt die Hereingabe. Da kann er erst mal klären. Regulär. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Boah, Götter. Hoppi. Könnte Geld abgeben. Was mache ich mit dir, Alter? Wir haben 14 Minuten noch durchhalten für die Schweizer hier. Alter. Ball erstmal abgegeben. Schönes Zuspiel hier. Wow. Die Präzision nicht. Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Aber nur als Beispiel, Chaka ist eine 49 Tempokarte. Okay. Und siehst du, also hättest du jetzt nicht gemerkt, dass der langsam auf der Außenbahn ist. Stimmt. Es kommt so sehr auf die Spielszene, Mann. Aber es hat jetzt so schon ausgeschaut, weil der Gegenspieler quasi in die Gegenrichtung war, was du, und er dann angesetzt hat zum Sprint. Mhm. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Oder? Sie können klären. Richtig? Nein. Steffen. Ball bei Chaka. Die Balle oben. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Das kann es sein. Tabaskovic. Er spielt den Ball raus. Alter. Alter. Wahnsinn. Für wen dieser Pass gedacht war, weiß niemand. Schwache Aktion, Einwurf. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ball in Zeitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Wir gehen in die Verlängerung. Gut gekämpft für die Schweizer. Kein Glanzspiel. Von beiden nicht. Aber ein wichtiger Punkt. Den man gerne mitnimmt.